ich liebe mein Leben mit meinen Tieren, meine Schafe ist mein Ein und Alles. Und jetzt habe ich schon wieder ein Teil kleine Lämmer bekommen und es ist so süß und macht so viel Spaß, wenn die kleinen Lämmer da rumlaufen und springen und hüpfen. Wir sind hier im Kosmetikstudio mit Schäfer Heinrich beim Fingernägel schneiden. Ja, auch die Schafklauen müssen mal geschnitten werden. Schönen guten Morgen, ihr Lieben alle. Ja, der Leo Lawini ist gerade bei mir. Ja, haben erst mal ausgiebig gefrühstückt. Und ja, jetzt zwischendurch muss man auch mal was arbeiten. Ne? Okay, Doki. Und die anderen, die melden sich auch zwischendurch mal. Sagt mal was. Okay. Also die sind etwas sprachlos. Ja, ja, wie viel Uhr geht das denn heute Abend los? Riecht das? Hier wollt ihr noch einen Finken hin? Nee, ich schaffe ja gar nicht. Vorher nicht mehr, das ist nicht nachlang. Meinst du? Da kommt jetzt der Punkt mit der Frau. Also ich bin da auch auf der Sicherheit Seite, dass ich da schon ein bisschen traurig bin, dass das noch nicht geklappt hat. Viele Landwirte in meinem Alter oder so, die haben schon große Kinder, die mithelfen können und das fehlt mir einfach. Und deswegen wird es allerhöchste Zeit, eine Frau zu finden, die das mit mir macht und noch ein Kind zu bekommen. Und dann sagen einige wieder, das ist schon zu spät für ein Kind. Und das simuliert mir auch ein bisschen im Kopf rum. Hat das noch Sinn? Macht das noch Zweck? Und ja, aber mein Wunsch war das eigentlich immer, ne? Ja, hallo ihr Lieben. Auch die Schafe müssen mal die Klauenpflege bekommen und die Klauen geschnitten bekommen. Ja, ihr seht, hier bin ich zugange am Klauen schneiden. Na Strom, ne? Aber heute schon weg. Ja, ich weiß nicht, wie weit Inka da was einbinden wird oder einbinden kann oder ob der Bauer so Frau noch mal was macht. Wir hatten neulich mal ein Gespräch und ich denke, dass die mir noch nicht verlassen werden, dass die immer noch bei mir sein werden. Ich bin mal gespannt, werde es mal abwarten. Oma. Oma, mir wird auch keine Zahn mehr. Also Oma. Opa! Bis demnächst, euer Schäfer Heinrich. Jawohl, und der Leo. Und bleibt anständig, wenn es geht. Wir versuchen es auch immer wieder. Ne? Ciao.